Manche Leute gucken in die Unterhose und denken sich, sie müssten mal wieder den Gärtner anrufen, also. Oh, es geht los, es geht los. Hallo, es geht los. Ups, da habe ich ein bisschen zu zügig gedrückt. Aber ich hab noch einen Ladebildschirm, also kann ich noch eben sagen, dass das Dormy dabei ist und der Shadow und der Bacon. Oink, oink. Hallo. Hallo. Wir klauen Autos. Juhu. Mehrere oder nur eins? Eins, den Deluxos. Und es fängt an mit einem schwarzen Ladebildschirm. Dafür sind wir jetzt darunter gerannt, ist ja toll. Ja. Also doch, vier davon. Oh Gott, ich bin gespannt darauf. Wenn wir die fliegen müssen, ne? Dann armer Shadow. Nein, nicht wieder aussteigen. Oh. Wie, aber wir klauen doch jetzt ein Auto, oder irre ich mich? Ja, das Auto kann aber fliegen. Ja, das hat man im Trailer schon gesehen. Das ist so ein bisschen. Natürlich. Das ist so ein bisschen an dieses eine James Bond Auto da angelehnt. Ja. Und ein bisschen an den DeLorean aus dem einen Back to the Future Teil. Aus dem einen? Achso, in den anderen haben sie andere DeLoreans. Ja, nee, aber in nur einem Teil konnte er fliegen. Am Ende. Was passiert, wenn ich jetzt Y drücke? Nicht viel, du fällst raus und kannst sehen, wie du hinkommst. Nee, aber ich meine, zur Not kann man sich den Deluxus ja auch zu zwei teilen, ne? Ja, wieso? Wir sind ja zu fett und es sind vier Deluxus, die wir klauen müssen. Das heißt, du lässt uns jetzt hier nach und nach ab oder stehen die zusammen? Mal gucken. Ich denke, die stehen zusammen. Und dann wahrscheinlich wieder ein bisschen kämpfen und dann müssen wir die noch abliefern, wenn wir verfolgt werden. So stelle ich mir es vor. Papa, ja, sehr wahrscheinlich. Das gelbe Fragezeichen, das gehört zu diesem Schatzsuchdings oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, 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 ja. Ich überlege gerade, ob ich mir eventuell schon mal den U-Bahn-Tunnel markiere. Ob das das ist gar nicht mal so eine schlechte aber Idee. Aber ich find den nicht. Der ist aber auch. Aha, der ist aber auch. Ich glaube nicht, dass wir da vorbei. Ja, also aber gut, wenn man gejagt wird. Aber wenn du ein fliegendes Auto hast. Wo erkennt man denn nochmal den U-Bahn-Tunnel? Das sind drei Streifen. Warte, ich markiere ihn einfach mal. Der U-Bahn-Tunnel. Für alle markiert? Der U-Bahn-Tunnel ist hier. Da ist ein Berg, da ist ein Berg, da ist ein Berg, da ist ein Berg. Ja, ich sehe es doch. Das Markieren dauert ja nicht lange. Ja, nö, schon. Der müsste jetzt eigentlich für euch alle markiert sein. Da müsste jetzt ein gelbes Kreuz sein. Also die Wegpunktmarkierung nicht in lila, sondern in gelb. Ach, das haben sie jetzt auch umgeändert, okay. Am Anfang war es so, wenn der CEO das gemacht hat, dann war das in der Farbe vom CEO. Also ich markiere mal eben. Okay, ich kann jetzt nicht markieren. Ja, weil ich jetzt markiert habe, CEO. Ja. Ah, schau mal. Notfalls muss ich anders entkommen. Sind ja schon da. Fallschirm oder landest du? Ah, wir landen. Aber warte mal, wenn wir jetzt gerade hier sind, dann geht ihr zwei nochmal ins Pausemenü, wenn ihr den U-Bahn-Tunnel braucht. Ich mach die Markierung gleich weg. Ich weiß grob, wo der ist. Ja, ich weiß es nicht. Ja gut, dann Shadow, geh mal auf die lila Markierung unten. Moment. Aber das ist meiner Meinung nach, also ich würde der Linie nach Nordwesten folgen und dann oben, wo die nach oben abnehmen. Okay, ich bin auf der lila Markierung. Okay, jetzt machst du deine. Okay, die geht auch wieder für uns alle. Naja, gut. Das finde ich ein bisschen doof, dass man nur eine Markierung haben kann, dass nicht jeder seine eigene hat. Was so. Ist das gelbe Fragezeichen oben? Das hat nichts damit zu tun, ne? Das ist die Schatzsuche für den goldenen Revolver, wo ich gerade gesagt hatte. Ach du Scheiße. Oh, da sind Palmen. Viele rote Dinger. Die Palmen sind mir gerade ein bisschen suspekter gewesen als die roten Kreise. Bacon. Was? Das war knapp mit dem Heckrotor. Ach. Das heißt, wir müssen den Typen da erst umbringen, ne? Ja, ja, ich nehme jetzt mal den goldenen Revolver einfach. Ich habe eine super Idee. Super Idee. Wir werfen einfach mal erstmal Granaten, bevor wir reinlaufen. Der Becken rennt immer nur im Weg rum. Oh, dich links um die Ecke ist auch einer. Einer? Aber mehr als einer. Sammle den Schlüssel ein. Ach du Scheiße, noch mehr erwachen innen drin? Okay, ich gehe jetzt hier irgendwo durch den Ladebildschirm rein. Ich hab den Typen, der kippt ihn nicht um. Ja, der. Nee, der möchte nicht. Aber Kopfschuss hilft. So, ich nehm den hier. Ach, ihr seid drin, müssen wir mit rein? Stehen hier drin. War ein gelber Punkt. Hier irgendwo. Am Garagentor einfach. Ich hab einen. Okay, ich weiß nicht, ob die jetzt schon fliegen können, ich glaube nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Was? Absolut Los Santos Customs. Ich nehme den roten. Ich nehme den grünen.
Ich hab den schwarzen. Ich hab, glaube ich, einen blauen. Und wo müssen wir jetzt hin? Dem gelben Ding folgen. Aber wir werden ja gerade immer nicht verfolgt, das ist doch gut. Ja, deswegen folge ich auch dem gelben und nicht dem lila. Ich weiß nicht, ja, nur um es mal eben zu sagen. Du hättest trotzdem dem gelben folgen können, weil wegen Los Santos Customs. Da kannst du dann eh dein Fahndungslevel abdingseln. Oh, Scher geht fest wie ein Henker. Oh, Fahrzeug ey, reparieren, Lackierung, Primärfarbe. Ich hab grad nur so auf den Fjall geachtet, dass ich nicht mehr gesehen habe, dass die Autos da losfahren. Ach, es kostet mich nichts und ich kann lackieren, wie ich will. Oh, dann haben wir gleich einen pinken bei mir. Nee, geht nicht. Pink steht nicht zur Auswahl. Schade. Braucht erst Metallic. Oder? Hast du gerade richtig gesehen? Was brauchen wir? Wir haben doch keine Angabe. Wir haben doch keine... Nö, wir haben keine Voraussetzung, ja, Vorgabe, wie der sein muss. Es gibt eine Vorgabe? Pink? Nee. Hä? Ist bei mir nicht drin. Ja, du musst es halt nach unten scrollen, ne? Nach oben musste ich. Ach da ist es ja. Ach, ich war in der falschen Ding. Falschen Ding. War in der falschen, wir fahren aber wahrscheinlich gleich zusammen, ne? Ach nee, ach, jetzt müssen wir ihn zur Basis bringen. Ich war trotzdem irgendwo. Ja, ich bin noch beim Lackieren. Ach, weißt du was, ich kann doch schon vorfahren. Kann aber auch noch eben auf euch warten. Ja, und das sieht ein bisschen bekloppt aus, der Weg, den er empfiehlt, aber... Ich hab doch schon umlackiert, warum will der jetzt noch mehr lackieren? Dann fahr doch raus. Du musst die Sekundärfarbe auch, Nee, musst du nicht. Hä? Und verlasse dann, vielleicht... Ja, du musst einfach nur verlassen nach dem Umlackieren. Ich fahr jetzt mit Fjalk hinterher. Ja, ich komme auch. Okay. Dann schimpfst du gleich wieder, weil du nicht guckst. Ja, wenn du einfach bei Rot über die Ampel fährst, ist ja auch ein ganz schönes Risiko. Hm. Ach, nur 10 Kilometer. Ja, wir müssen jetzt zur Basis hoch. Ja. Wolltest du das ist auch genau die. Nee, das ist auch genau die Strecke, die ich eben mit meinem Mercedes gefahren bin, war das, glaube ich. Also. Der ein Fjalk vor mir. Ja, das ist aber einholen den Herrn. Ja. Okay, und diese Vorbereitungssachen, die könnte man halt, glaube ich, für Geld überspringen, ne? Ja. Aber ich meine, gerade beim ersten Mal sollte man das sowieso machen. Ja gut, ich habe noch nie irgendwas übersprungen. Dafür ist mir das Geld zu schade. Ja, ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man dann den Heist macht, wie viel Geld man dann, wenn man den sozusagen normal, also beim ersten Mal ist es ja eh meistens ein bisschen anders, wenn du den normal machst und wenn du einfach sagst, ja gut, dann spare ich mir einfach die, keine Ahnung, 30 Minuten für dieses Fahren zur Basis, ne? Ja. Aber, ich meine, andererseits... Wir wissen ja auch nicht, was es kostet. Ja, außerdem kriegen wir ja die ganze Zeit $5,500, als weil wir Mitarbeiter sind. Ja, gerade wieder. Ja. Deswegen habe ich es ja auch gerade eben erwähnt. Aber das geht eigentlich ganz gut hier auf dieser, auf der Ostroute. Ja, solange wir nicht verfolgt werden, ist das alles easy peasy. Ja, ich wünschte mittlerweile doch, ich hätte mir die Basis direkt neben meinem Bunker gekauft. Wäre um einiges besser gewesen. Ich glaube 500.000 mehr. Ja, aber gut, 500.000 mehr. Ja, ich finde einfach mittlerweile, also ich finde es ja total gut, dass Rockstar immer noch neue Inhalte dafür rausbringt. Und ja, natürlich, das machen sie, weil sie immer noch Geld mit dem Spiel verdienen. Und wie verdienen sie Geld? Gar nicht mal durch wahrscheinlich die Shark-Cards. Genau, durch diese Dings-Cards, gar nicht mehr unbedingt, weil jetzt so viele neue Leute ins Spiel kommen, obwohl ich glaube auch dadurch, ne, kriegen sie wahrscheinlich auch immer noch Geld, aber durch das andere machen sie halt natürlich mehr Geld. Aber ich finde dann jetzt teilweise echt die Preise mittlerweile unverschämt. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm, die richtig guten Arten zu kennen, wie man richtig gut Geld macht. Naja. Da wo ich aber zum Beispiel, ich weiß halt gar nicht, für welchen Preis man Gold kaufen oder Geld kaufen kann in GTA. Ich meine, mein letzter Stand waren, glaube ich, irgendwie 70, 80 Euro für eine 10 Millionen GTA-Dollar. Ja, für 10 Millionen GTA, so $80, glaube ich, ja. Mhm. Also ist halt in meinen Augen völlig überteuert und völlig übertrieben. Also wenn man das kaufen will, wenn man die Kohle dazu hat, ja, soll man machen.
Nee, man, es ist ja auch gut, dass es Leute gibt, die es kaufen, weil, ne, sonst wird Rockstar ja, das Game wahrscheinlich nicht mehr so unterstützen, aber ich finde, ja, ich finde es halt auch zu viel. Und das Ding ist halt auch mittlerweile ganz, ganz wichtig, was man dazu sagen muss. Am Anfang, wenn neue Updates rauskamen, konntest du dir eine dieser Karten kaufen und du konntest das gesamte Update kaufen. Also alles, was es an neuen Inhalten gab. Mittlerweile ist das unmöglich. Mittlerweile musst du 5, 6 von diesen Karten kaufen, wenn das überhaupt reicht, um überhaupt alles kaufen zu können. Das allein das letzte Update mit dem mit den ganzen Flugzeugen und mit den ganzen Hubschraubern, was das gekostet hat, das waren alles in allem waren das über 200 Millionen GTA-Dollar. Also was? Die ganzen Flugzeuge und so, das war alles so schweineteuer und die gut, ganzen aber Gebäude und alles. Muss man auch sagen, brauchst zumindest bei den Fahrzeugen. Du musst ja auch wirklich nicht jedes Fahrzeug haben, ne? Ja klar, nicht, aber trotzdem, das ist halt schon aber, verlockend ja. Für viele. Für so Sammler. Aber es ist auch immer noch die Frage, was halt der Nutzen ist, zum Beispiel damals, als diese Yachten rauskamen. Ja gut, die sind das super nutzlos. Ja. Und vor allem musst du, glaube ich, noch, wenn du die dann irgendwie woanders im abstellen willst, musst du dem Kapitän immer, was weiß ich, wie viel geben. Ja, genau. Also die Yachten zum Beispiel, die haben halt wirklich nur den Nutzen von den Missionen. Und die bringen fast gar nichts. Die Hangars haben wenigstens, und zusammen die Bunker auch, haben wenigstens noch ihre Daseinsberechtigung, dass man relativ viel Geld damit verdient. Genauso wie das CEO, die ganzen Geschäfte dadurch. Aber ja, ich weiß nicht, ist halt trotzdem irgendwie sinnlos gewesen, diese Yacht. Ist halt echt nur Anschauungsobjekt. So auf die Art, hey, guck mal, ich hab eine Yacht, ey, ich kann was. Yay, Shadow hat auch gerade den Deluxus abgeliefert, vermute ich, oder? Ja. Ja, aber ich glaube, dann machen wir doch diesmal ein bisschen kürzere Episode, oder? Weil das nächste dürfte ja wahrscheinlich wieder ein Tick länger werden. Tick länger werden. Jetzt ja, der Dorn. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge im Planungsraum wieder. Bis dann. Dahin. Bis dann.